Hi Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wir sind endlich beim Stall des Waldes angekommen, wurde ja auch mal Zeit. Und wir haben Mineros getroffen, Rauros Schwester, die schon ein bisschen weise ist oder ja, eher an Technik interessiert. Jetzt nehme ich den ganzen, ja, den Stein angeguckt, den wir hier haben. Was ist denn der? Unser Purapet halt. Was ist das Ding eigentlich? Warum ist das weg? Naja. Egal. Wir möchten uns erstmal hier noch drin unterhalten. Hier ist nichts. Hi. Was steht heute im Kleiderkurier? Mal sehen. Stark sein. Große Fee sucht Zuflucht in Knospe. Die der Musik äußerst zugetane große Fee am Stall des Waldes versteckt sich in ihrer Knospe. Stallarbeiter besorgt. Moment mal. Geht es da um die große Fee, die direkt nördlich von diesem Stall hier lebt? Hatte sie sich nicht schon in ihrer Knospe verkrochen, als ich ankam? Jetzt mache ich mir wirklich Sorgen. Diese Ausgabe werde ich von vorn bis hinten durchlesen. So, noch was Interessantes? Oh. Vorsicht, vor Blutmond. Mal sehen. In Nächten mit einem roten Mond, auch Blutmond genannt, erwachen alle Monster wieder zu meinem Leben. Ich habe mich ja mal mit einem Forscher unterhalten, der sehr am Blutmond interessiert war. Er wollte unbedingt mal in einer Monsterfestung erforschen, wie sich der Blutmond auf die Biester auswirkt. Aber besonders kräftig schien er mir nicht zu sein. Ich frage mich, ob bei ihm alles in Ordnung ist. Diese Ausgabe will ich von vorn bis hinten durchlesen. Okay. Toll, was alles in einem Stall alles über die Welt erfahren kann, ohne selbst überall hinreisen zu müssen. Was haben wir dem Kleberkurier zu verdanken? Wenn sie nur mehr Leute hätten, wäre das ein Beruf für mich? Mach einfach mit, du kannst meinen Job kriegen. So, darf ich schon was abholen? Prämie erhalten. Oh. Einen Moment. Oh. Du möchtest also eine Prämie für deinen Stellpunkt, der stimmt's? Wenn du einen Stellpunkt mehr sammelst, dann erhältst du einen praktischen Reisesattel und eine Reisezaumzeug gleich mit dazu. Okay. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Stall des Waldes. So, dann. Ja. Achso, wir haben uns registriert, da brauchen wir nicht mal schlafen. Oh, da hast du ja schon einige Punkte gesammelt, Link. Wenn du Prämie einlesen möchtest, sprich ein Steinmitgliedschaftsbuch. Ja. So, jetzt möchte ich auch nichts mehr. Brauchst nur den Punkt. So, hi. Prämie erhalten. Ja. Du hast also eine Prämie für deine Stellpunkte, stimmt's? Für 13 Stellpunkte hältst du einen Reisesattel. Kann dir jetzt irgendwas besser? Dieser Standardsattel. Standard. Eignet sich, um lange Strecken zu reiten. Er ist sehr widerstandsfähig und wird wegen seiner hohen Lebensdauer von Reisenden bevorzugt. Das Reisezaumzeug gehört auch dazu. Also nimm es doch gleich mit. Reisezaumzeug. Das Standardzaumzeug für längere Reisen ist kein besonderer Hingucker, dafür aber für jedes Pferd geeignet und deshalb bei Händlern und Reisenden zugleich beliebt. Wenn du noch 3 Steinpunkte mehr sammelst, kannst du hier im Stall die Mähne eines Pferdes frisieren lassen. Aha. Vielen Dank, dass du Stelle nutzt. Bei Pferden eine Friese. Aber jetzt erstmal nicht. Wir haben hier noch welche. Hi. Pien, könnt ihr mir etwas mehr über diese Nacht erzählen? Die Nacht, in der sich die große Fee zurückzog? In Ordnung, also alles geschah einige Zeit, nachdem der Kataklysmus uns heimgesucht hatte. Die große Fee zeigte sich plötzlich nicht mehr. Wir waren besorgt, doch als wir losfuhren, um ihr einen Besuch abzustatten, hatten wir selbst einen Unfall. Es war entsetzlich. Entsetzlissimo. Gott. Plötzlich sprang eine Frau mit blondem Haar direkt vor unseren Wagen. Das Pferd bekam es mit Angst und lief davon. Doch noch schlimmer traf es einen der unseren, sozusagen ein Vollmitglied des Ensembles. Unser lieber hochgeschätzter Allegro hat ein paar seiner Räder eingebüßt. Welch entsetzliches Unglück. Der Allegro ist unser Wagen, hätte ich erwähnen sollen. Ohne ihn können wir nicht einmal unsere Instrumente transportieren. Zum Glück wurde niemand verletzt.
Doch die große Fee scheint noch immer vor etwas Angst zu haben und versteckt sich in ihrer Knospe. Ich bin mir sicher, dass diese Frau irgendwas mit der großen Fee gemacht hat. Da gibt es gar keinen Zweifel. Wer sonst läuft nach einem Unfall einfach so davon, ohne auch nur ein Wort der Entschuldigung? Nun, was auch immer ihr Grund war, sich zu verstecken, wir möchten für die große Fee spielen, um sie aufzuheitern. Doch da der Lego kaputt ist, können wir unsere Instrumente nicht transportieren. Ah ja, eine blonde Frau also. Ich frage mich, ob... Zelda? Ach, Sian, hallo Kollege. Wusste gar nicht, dass du in der Gegend bist. Du kommst gerade recht, denn halte dich fest, es gibt Arbeit. Diese Musiker hier berichten, dass sich die große Fee in der Nähe dieses Stalls in ihrer Knospe versteckt. Der Grund dafür könnte eine blonde Frau sein, die in irgendeiner Form in diese Sache verwickelt ist. Ich denke ja, dass die Möglichkeit durchaus gegeben ist. Dass sie sich dabei um Prinzessin Zelda handelt. Natürlich drücken wir nicht einfach unüberprüfbare Gerüchte in unsere Zeitung ab. Daher müssen wir zuerst einmal die große Fee selbst fragen, wie sie sich alles zugetragen hat. Große Fee. Ja, ganz genau. Wie ich sehe, hast du das Zeug zum echten Reporter. Oh. Siehst du die große, seltsame, anmutende Pflanze dort auf der Anhöhe, an diesem Pfad? In der Knospe befindet sich die große Fee. Und man sagt, dass sie der Musik sehr zugetan ist. So soll sie sich zuweilen auch schon dem Stall genähert haben, um den Auftritten eines Assembles zu löschen. Dabei handelt es sich allerdings um ein Gerücht, das ich noch nicht verifizieren konnte. Man sagt außerdem, dass die große Fee Reisende mit ihrem Segen schützt. Da ist ihre Präsenz für den Stall von großer Wichtigkeit. Ich hoffe, dass es ihr bald wieder besser geht. Wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, zur großen Fee zu gelangen. Aber unser Pferd ist davongelaufen. Unser Wagen, der Allegro, ist kaputt. Ich weiß einfach nicht, was wir tun sollen. Ja, easy. Frag uns. Ja. Schauen wir mal das Rad hier. So, und gehen das da so an. Oh, warte. Das ist doch seitlich am Ding. So, Nummer 1. Und Nummer 2. So, jetzt brauchen wir nur ein Pferd. Warte mal, ein Wildpferd, ne? Bei, ich möchte erstmal zu dem Typen da hinten hinlaufen. Nichts mehr. Ich dachte, das wäre vielleicht verschütteter Eingang oder sowas. So, unser Monster-Heini. Wie hieß du nochmal? Brauchst du auch noch neue Räder? Hoffentlich ist alles gut. Hilton hieß er, genau. Hey, hallo Reisender. Wolltest du diese Höhle hier betreten? Tut mir leid, aber das ist jetzt ein schlechter Moment. Warum? Hilton. Deine Frau? Hilton. Ich glaube, ich gebe es auf. Kultin. Ach, Kulton und Kultin. Wow. Ich habe dir ja gleich gesagt, dass es sinnlos ist. Du willst zum Satori werden, zu dieser legendären Kreatur. Anstatt diesen unmöglichen Traum zu verfolgen, solltest du mir lieber mit meinen Monstern helfen. Das will ich nicht hören. Ich werde zum Satori. Ganz bestimmt. Ich habe ihn immer bewundert und geliebt. Ich müsste bloß an ein Majoi Signum gelangen, dann könnte ich zum Satori werden. Und das Gerücht stimmt. In der Höhle lebt tatsächlich ein Majoi. Ein Wesen, das genauso leuchtet wie Satori. Aber es hängt dort unerreichbar hoch an der Wand und bewegt sich blitzschnell weg, wenn man ihm zu nahe kommt. Warum willst du denn dann schon aufgeben? Du könntest doch jemanden bitten, das Majoi für dich zu fangen. Du
Du hast doch auch diese ganzen Schätze angehäuft. Wenn du die als Gegenleistung anbietest, findest du sofort jemanden. So, haben wir eigentlich davon schon mal ein Foto gemacht von dem Ding? Höhle Münchsee. 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 Ist das ein Anspiel auf Minisch? Ups, so. Okay, ist blau, also hatten wir das schon. Tauschen, ja, warum nicht? Ja, ist sie genommen. So, jetzt brauche ich aber erstmal was mit Steinen. Nein, 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 nicht die Axt. Das Ding. Sehr gut. Feuerstein, ich will keine Feuersteine. Gib mir richtige Diamanten. Komm ich da hoch oder rutsche ich ab? Scheinbar hoch. Du gehörst zu uns. So. Das war schon? Ich dachte, ich hätte mehr gesehen. Na ja, gut. Gehen wir wieder raus. Kleine Echsen sind aber schnell. So. Was soll ich tun? Hallo Reisender, hast du mitgehört, worüber ich mit meinem Bruder gesprochen habe? Damit mein Traum in Erfüllung geht, brauche ich unbedingt ein Mayoi-Signum. Weil das Mayoi bewegt sich schneller, als ich gucken kann. Ein Traum? Du willst dir meine Leidensgeschichte anhören? Danke. Also, mein Traum ist es, zum mystischen Wesen Satori zu werden. Es gibt doch schon Satori. Satori ist eine legendäre Kreatur, von der es Augenzeugen berichten, aus so gut wie allen Regionen Hyrule gibt. Seine intelligenten Augen, sein bläulich-weißes Fell. Wie sehr ich mich nach seinem außergewöhnlichen Erscheinung sehne. Nach Jahren der Suche habe ich dank antiker Manuskripte tatsächlich herausgefunden, wie man zum Satori wird. Man muss ein rätselhaftes Wesen namens Mayoi finden, das dunkle Höhlen liebt und so bläulich weiß schimmert wie Satori. Und dann muss man einen Mayoi-Signum sammeln, was des Feindes, wenn es geschwächt ist. Aus diesem Grund habe ich mich in diese Höhle gewagt und wollte ihm Mayoi sein Signum abtrotzen. Aber ich wusste nicht, zu was für unfassbar schnellen Bewegungen sie fähig sind. Ich will alles geben, um zum Satori zu werden. Entschuldigung. Lange Rede, kurzer Sinn. Falls du ein Mayoi-Signum erlangen kannst, gib es mir bitte. Ich will mich natürlich erkenntlich zeigen. Hier. Das ist doch ein Mayoi-Signum. Bist du sicher, dass es echt ist, Kotlin? Nee. Kultin, Mann. Ja, diese elegante Form, der bläuliche Glanz. Ja, kein Zweifel, ein echtes Mayoi-Signum. Okay, mein Traum rückt in greifbare Nähe. Ich werde zum Satori werden. Vielen Dank. Hier ist deine Belohnung. Eine Bockblim-Maske. Kilton hat diese eigenartig niedliche Maske selbst angefertigt. Trägst du sie, halten Bockblins dich für einen der ihren, solange du ihnen nicht zu nahe kommst. Fantastisch. Ich sammle Sachen, die einen wie Monster aussehen lassen oder originalen Monsterteilen sehr ähnlich sehen. Mit der Maske, die ich dir gegeben habe, ähnelt man einen Bockblin so sehr, dass man damit sogar Bockblins täuschen kann. Leg sie doch mal an. Dann wirst du sehen, wie es sich anfühlt, sich in solch einer Kreatur zu verwandeln. Also, dann ist es soweit. Ich werde das Mayoi-Signum, nachdem ich mich so lange gesehnt habe, nun verzehren. Guten Appetit. Okay. Hallo? Mein Körper hat sich nicht verändert, aber ich bin von einem kuriosen Gefühl erfüllt. Das ist sicher ein gutes Zeichen. Ich habe mich dem Satori-Zustand einen Schritt genähert. Mehr, ich brauche mehr. Ein einzelnes Signum reicht nicht. Ich brauche ganz viele von
Und dann werde ich alle auf einmal essen. Ja, mein Vater steht fest. Kilton, ich werde auf Reisen gehen und Majoi-Signa sammeln. Ja. Also, und meinen Segen hast du natürlich. Viel Glück, möge die Majoi-Signa dir nur so zufliegen. Danke, Bruder, du bist der Beste. Reisner, danke für deine Hilfe, aber das war erst der Anfang. Ich werde herumreisen und Majoi-Signa sammeln. Also, falls dir weiter an die Hände fallen, bring sie bitte zu mir. Ich werde tief in meine Schatzsammlung greifen und dich für die Majoi-Signa fürstlich entlohnen. Also dann, auf dass wir uns bald einmal wiedersehen. So, das Majoi-Signa geschafft. So, warum wartest du nicht? Wir haben noch mehr davon. Und da ist der so ein Typ. Ich hoffe, sein Traum wird eines Tages Wirklichkeit. Und ich sollte dann auch langsam aufbrechen. Ich möchte zum Dorf Taburasa in Akala. Reisner, danke, dass du meinem kleinen Bruder geholfen hast. Vielleicht kannst du ihn ja auch weiter unterstützen, wenn du ihm auf deiner Reise einmal wieder begegnest. Ich werde versuchen, über seinen Aufenthaltsort auf den Laufenden zu halten. Wir versuchen, über seinen Aufenthaltsort auf den Laufenden zu bleiben. Achso. Falls du also Schwierigkeiten hast, ihn zu finden, komm nach Taburasa und frag mich. So, ich empfehle mich. Er empfiehlt sich selbst? Was? Wo ist Kottl? Colton. Oh, Moment. Dieser Schein, den wir da hatten. Karte. Die Höhlen wurden uns ja markiert. Hier irgendwo, überall. Ich denke mal, überall wo es ein Haken ist, haben wir dieses Vieh schon gefangen. Und bei denen können wir es noch finden. Hier ist noch kein Haken dran. Das heißt, wir müssen da nochmal hin. So, wo auch immer ich den übersehen haben soll dann. Keine Ahnung. Ich dachte, ich hätte die Höhle fertig erkundet gehabt. Na gut, vielleicht ist da irgendwo eine Wand gewesen, ich hätte aufspringen können. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall fehlt mir da noch was. Stimmt genau für diese Quest dann da. So, gut, haben wir mit dem eigentlich schon mal geredet. Haben eine tolle Maske gekriegt. Was ist das? Schwertling. Das Muster dieses Pilzes erinnert an von einem Schwert verursachten Schramm. Die Wirkstoffe in seinen Lamellen steigern den Kampfgeist und somit die Angriffskraft. Okay. So, Teil haben wir schon mal gemacht. Ist sehr wichtig für diesen Stall. Ich hoffe, dass wir sie mit der Aufführung aufhalten können. Rego finden sich alles, was wir für unsere Aufführung brauchen. Das ist aber nur ein Problem. Hey, die habe ich schon. Verarscht mich doch. Ich habe doch das Ding schon repariert. Darf ich nicht so weit weggehen? Moment, dann mache ich erst das Pferd. Apropos Pferd. Da hinten waren noch Pferde. Wenn ich einmal groß bin, ja. So, ist mir eigentlich egal, welches Pferd ich fange. Am besten gescheckt ist, die sind leichter, habe ich gehört. War wirklich einfach. So, ich habe ein tolles Wildpferd für euch. Nein, nein. Nein. Bleib mal stehen, du blödes Pferd. Meine Güte. Mit ihr reden. Ach, oder mit ihm, ist mir egal. Ach, Rede. Losfehl ist sehr wichtig für diesen Stein. Ich hoffe, Aufführung aufhalten können. Lego findet sich alles, ja. Ohne Pferd, tja, bewegt sich ist sowieso kein Stück. Du einfach das Pferd. Oh, ihr seid so doof.
So, das Ganze nochmal. Also. Gerade. Warum auch immer das jetzt kaputt ist. So, jetzt weg sind wir doch gar nicht gelaufen. So, aufsteigen. Drehen. Los, Fee ist ja wichtig. Ja, ich hoffe, dass wir aufhören. Ja. Musik darf nur erreichen. Ich fahre euch. Oh, wirklich? Violan, er hat den Allegro bearbeitet. Vielleicht bewegt er sich jetzt. Schnell steigen wir auf, bevor unser Helfer sich noch anders überlegt. Okay. Ah, los. Okay. Oh. So, ja, registriere das mal. Sehr gern. Bitte überprüfen noch einmal. Ja, ist mir egal. Ja, registriere das. So, Blackie, bist du jetzt Whitey? Keine Ahnung. Oh, wir haben 1000. Nice. Wie nennen wir das denn? Nämlich Rin. So, kurzer Name. Rin. Ja, passt. So, möchtest du diesen fetten? Ja. Becky bei uns. Ja, aber Becky möchte ja nicht vorspannen. Wir müssen herbeschossen. Änderung vornehmen. Ja, ja. Ausrüstung wechseln, Zaumzeug wechseln. Warte mal. Du kannst Sattel gegen einen anderen, sogar Geschirr tauschen. Ja, machen wir. So, Geschirr, Reisesattel. Was kann der Reisesattel denn? Hier, Geschirr. Ja. Ne, das bleibt so. Ja, wenn du die Ausrüstung des Pferdes wechseln möchtest, komm wieder zu uns. Ich bedanke mich für die Nutzung unseres Stalls. Ja. Was fehlt dir nicht? Ja, ist ja gut. Das interessiert mich nicht, was du sagst. Meine Güte. Ich will einfach nur meine Aufgaben machen. So, jetzt verschneide ich dich. Du? Ist nicht wahr. Ah. So. Wirst du wohl? Dann natürlich noch wieder einen Schrein, den ich gerne machen wollen würde. Okay, ich hätte auch Blackie einfach nehmen können, ohne. Ja, ist ja gut. Pferd, nicht so weit nach. Oh Gott. Ganz gemütlich. Ah, wir sind da. Vielen Dank. Von hier an können wir alles weiter übernehmen. Los, Herr Kapellenmeister, es ist an der Zeit, die Aufführung vorzubereiten. Ja, ja. Legen wir unser ganzes Herz in diese Aufführung, um der großen Feen willen. So, sehr schön. Wahrscheinlich sollte man am Anfang direkt schon in diese Richtung und nicht nach Norden. Egal.
der sich freut. Ja, ja! Ah, sieh nur, Violan. Ja, die große Fee zeigt sich. Ja, sie ist wahrlich erhaben. Das geschafft, Kollege. Ich habe gesehen, wie sich die Knospe geöffnet hat und bin sofort hergeflogen. Das ist sie also, die große Fee. Mhm. Ja, diesen sanften Klängen konnte ich noch widerstehen. Ich musste mich einfach zeigen. Konnte ich nicht widerstehen. Ja, doch, was ich hier erblickte, unterscheidet sich von der Prinzessin Zeldas Schilderung. Sie sprach von einer Welt voller Miasma, die den Monstern anheimgefallen ist. Da beschloss ich, mich zu verstecken. Mhm. Aber da ich nun darüber nachdenke, bei dieser Prinzessin Zelda hatte ich ein äußerst merkwürdiges Gefühl. Es war nachts, daher konnte ich ihr Gesicht nicht deutlich erkennen. Vielleicht habe ich sie also verwechselt? Mhm. Sie hat ausgesehen wie Prinzessin Zelda, aber es war nicht Prinzessin Zelda. Wie kann das sein? Nur diese Sache scheint ein noch finsteres Geheimnis zu stecken, als ich anfangs dachte. Andererseits ist allein die Tatsache, dass die große Fee sich wieder gezeigt hat, schon eine Riesenschlagzeile. Ich sollte mich beeilen und einen Artikel darüber schreiben. Das stimmt ja. Das war dein erster Auftrag, richtig, Kollege? Und gleich beim ersten Mal hast du schon solche Ergebnisse vorzuzeigen. Jetzt bin ich direkt etwas stolz. Aha. Hier, das ist die Belohnung für unser Nähkästchen. Nesthäkchen, Mann. Ah, immerhin ein bisschen ja. Money. Wenn du etwas länger dabei bist, erhöht sich dein Lohn. Und du kannst sogar Boni erhalten. Weiter so. Ich werde beim Kurier von dieser Angelegenheit berichten. Das wird ein lesenswerter Artikel. Abflug. Herr Kapellmeister. Ich dachte immer, dass das Assemble sich aufgelöst hat, weil alle meiner Geige überdrüssig waren. Papissimo. Violan, deine Geige hat einen vorzüglichen Klang, der sogar das Herz einer großen Fee bewegen konnte. Ich glaube, ich habe jetzt etwas mehr Selbstbewusstsein, wenn ich meine Geige spiele. Auch die anderen großen Feen sollen sich in ihren Knospen verbergen. Ich möchte sie mit meiner Musik aufheitern oder vielmehr mit unserer Musik. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich verkünde hiermit die Neugründung des Assembles zügellos. Reisner, ich danke dir, dass du uns so weit gebracht hast. Zurzeit mag dieses Assemble nur aus uns zwei bestehen, doch wir werden wieder vollständig sein, daran glaube ich fest. Ja, ja! Gut, dann sollten wir gleich alle nötigen Vorbereitungen treffen, Violan. Beeilen wir uns, um für die großen Feen zu spielen, die sich noch verborgen halten. Ah. Eine Serenade für die große Fee. Hm? So, ihr habt, ihr habt beschäftigt gewirkt. Da wollte ich mich schon in meine Knospe zurückziehen. Doch dann bemerkte ich, dass ihr darüber spracht, meine Schwestern aufzumuntern. Und so hielt ich inne. Insgesamt sind wir zu viert. Oh. Und ich hörte, dass sich auch meine Schwestern in ihren Knospen verbergen. Mia sollte sich in ihrer Nähe des Stalls in Hebra aufhalten. Caesar hält sich in der Nähe des Stalls der Ebene in Hyrule auf. Ah, und da unten waren wir fast. Kutura ist in der Nähe des Stalls in West-Nikluda. Mhm. Ich war um sie besorgt, doch nachdem ich nun die Pläne des Assembles kenne, bin ich zuversichtlich. Sollst du noch andere Knospen sehen, sprich bitte unbedingt auch mit meinen Schwestern. Und bei der Gelegenheit, möchtest du, dass ich deine Ausrüstung für dich verbessere? Oh. Und dann kann ich deine Kleidung nur ein wenig verstärken. Ja, mach mal. Mhm. So, ich bin dafür, wir nehmen diese Kleidung, weil die hat uns keinen Boni. Na ja, komm, hier erstmal das. Ornigband verstärken. Ja, mach mal. Oh. Das ist einfach deine Augen. Kostet auch noch Money? Oh. Orniwand. Ah, mehr Verteidigung. Die Ornifedern wirken wärmedämmend. Was es zur ersten Wahl für Suran, Tabanta und Hebra macht. Die Macht der großen Fee hat die Abwehr für eine Stufe erhöht. Oh.
fertig. Und ich muss ganz unbescheiden sagen, es ist mir wirklich gut gelungen. Doch sag einmal, was hältst du davon, der Verstärkung noch eins draufzusetzen? Manche Sets erhalten nämlich noch nach 2 mehrmaligen Verstärken aller zugehörigen Kleidungsstücke einen Set-Bonus. Aber wie gesagt, nur manche Sets. Mhm. Noch etwas? Erstmal noch nicht. Ha. Meine Schwestern scheinen sich aus Furcht ebenfalls in ihren Knospen zurückgezogen zu haben. Sollst du jemals irgendwo in Hyrule einer riesigen Knospe begegnen, dann spiele auch für sie etwas Musik, ja? Meine Schwestern Caesar soll sich in der Nähe des Stalls in der Gerudo-Region südwestlich von hier aufhalten. Dann ziehe ich mich mal zurück. Pass auf dich auf. So, sehr schön. Haben wir endlich mal eine fertig und ja, vielleicht sollten wir, hätten wir hier viel früher gemusst. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ja. Oh, da kann ich mich auch noch erinnern. Gut. Wir werden beim nächsten Mal noch ein bisschen unsere Rüstung verstärken. Ich wollte jetzt aber nicht alles machen, sonst wäre der Part wieder 100 Jahre lang. Genau, wir haben aber eigentlich dann soweit schon recht viel geschafft hier. Ich habe mir extra ein Pferd gefangen, ich glaube es nicht. Naja, egal. Wir hätten auch ein Blackie nehmen können. Na egal. Wir machen einfach Schluss für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao.